Hey, 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 meine Freunde, hier ist wieder euer XNegativ mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo da und drückt mir ein Like, um mich zu unterstützen, würde mich megamäßig freuen. Schreibt in die Kommentare Negativ Crew, damit ich sehe, wer mich supportet und natürlich mal sagen, let's go mit dem Video. So, meine Freunde, wir sind jetzt in Fortnite drin und würde ich sagen, gehen wir mal einfach mal auf den Spin drauf. Ich werde zuerst meine ganzen Emotes zeigen und danach kommen wir zu den Skins über und würde ich sagen, let's go einfach mal. So, der erste Tanz ist hier, du bist der Hammer, was eigentlich, ja, ziemlich nice. Ich glaube, es ist, ja, es ist auch so ein Battle Pass. Genauso wie Hype, also auf jeden Fall ziemlich nice. Haben auch viele Leute, die halt den Battle Pass hatten und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Diesen habe ich mir hier im Shop gekauft. Also kann man sich absolut geben, hat glaube ich auch nur 200 V-Bucks gekostet. Ich meine, wenn man da die richtige Musik hinterlegt, kann man sich das schon mal gönnen. Dann haben wir hier der Roboter, was an sich auch recht nice ist. So kann man mal machen, wenn man gewonnen hat. Ist ein ganz nice Roboter-Tanz. Würde mal sagen, kommen wir einfach zum nächsten. Der nächste ist hier Groove Jam. Ist eigentlich auch recht nice. Kann man sich gönnen. Kann man ordentlich abdanzen, meine Freunde. Kann man ordentlich die Hüfte schwenken. Ach ja, schwingen, meine Freunde. Man kennt ihn. Dann haben wir hier beste Kumpels, was... Den Emote habe ich auch schon mal mehr gefallen, aber der ist auf jeden Fall mega nice. Also, Bruder, muckst du auf? Bruder, muckst du auf? Buddy, was ist los bei dir? Muckst du auf? Haben wir kühl kalkuliert, also das Meme hier 2 plus 2 ist 4, minus 1 ist 3. Ja, so eine kleine Anspielung kann man sich gönnen, mega nice. Dann haben wir hier den Läufer. Ja, feiere ich jetzt nicht so, aber ganz nice zu haben, war im Battle Pass mit drin. Also nimmt man da natürlich gerne mit. Dann haben wir Texel, also Niederlagen passieren. Was, wie ich finde, so einer der besten Moves im gesamten Fortnite ist. Es ist einfach mega lustig hier. Ja, einfach mal die Gegner zu sagen, was für eine Loser sie sind, nachdem er den Gegner den... epischen Win gedrückt haben, meine Freunde. Dann haben wir hier Orange Gerechtigkeit. Ja, kann man sich gönnen auf jeden Fall. Ist ein ziemlich nicer Dance. Ich sage, kommen wir jetzt zum Ponyritt. Ja, erinnert mich ziemlich doll an Gangnam Style, aber sonst weiter nichts. Mein Freund, haben wir den Wischer, was ja jetzt auch nichts wirklich Besonderes ist. Und das mit dem Popcorn, ja, kann man sich gönnen. Dann haben wir hier noch den Strandball und die Tomate, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Hier noch ein paar... ja, Emotes, die halt nicht wirklich wichtig sind, die überspringen wir halt auch einfach. Dann gönnen wir uns hier noch den Respekt, ist jetzt auch, also, naja, so muss einfach nicht sein, ne? Ja, Leute, hier so ein Winker und dann hier den Standard-Dance von Fortnite. Also so spektakulär ist es jetzt auch nicht. So, dann schauen wir auf jeden Fall mal bei den Gleitern. Haben wir auf jeden Fall den, ja, am Limit kann man sich ganz gönnen, also ist jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir hier den Eroberer, was schon, ja, wow, Digga, kann man sich schon mehr gönnen, also auf jeden Fall schon ziemlich nice und schönes Wikinger-Schiff. Haben wir Kühn voran, sieht schon so leicht abgespaced, dort kann man sich gönnen. Ja, Vaders Schwingen, war auch ganz nett eigentlich, blauer Streifen. Also manche sind hier halt auch echt nicht besonders, den nutze ich immer, weil ich diese Glubscham einfach nur, guck mal, diese Glubbelaugen, die sind so süß, Leute, die kann man sich gönnen. Ja, Regenbogenritter, was schön bunt ist hier. Aber sonst ist halt auch, ja, Zuckerschock ist auch noch recht bunt aus. Aber sonst ist es halt auch nur Standard hier, ne? Es ist nichts Besonderes hier. So Picknick ist auch noch ganz nice mit so einem schönen Kuchen. Kann man sich gönnen, aber so manche Sachen sind halt auch recht unnötig, würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, kommen wir mal zu den Hacken, meine Freunde. So, zu den Hacken gehören, ja, die Orkanhacke. Ich finde, es ist jetzt auch nichts so Besonderes, was ich hier habe. Gleichschiff ist eigentlich auch noch ganz witzig, aber... sonst die Rissklinge, das finde ich eigentlich, also das sieht mega gut aus. Ja, aber sonst ist es halt auch recht unnötig und so eine krasse Sachen habe ich da auch nicht. Dass man da jetzt so ein Palaver drum machen müsste, nur um das jetzt vielleicht auf 10 Minuten zu strecken. Also, ich meine, so sind wir ja nicht, ne? Dann kommen wir auch einfach zu den Effekten, keine Ahnung, wie das heißt hier. So, ja, hier haben wir, ja, es sind halt so ganz nice Effekte, so, wenn man runterspringt. Auch nichts Besonderes. Ich meine, es ist halt, sieht man halt nur wirklich nur, wenn man runterspringt, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen, sind ein paar geile Sachen mit bei, aber ich meine, ist jetzt nichts Atemberaubendes und viel hat man auch leider nicht davon, aber so manche Sachen sind halt auch wirklich schon ganz cool und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Boah, Digga, läuft auf jeden Fall bei uns, läuft bei uns. Und dann kommen wir auf jeden Fall mal zu den Rucksäcken. So, an Rucksäcken haben wir jetzt auch, ja, ein paar ganz nice Sachen, würde ich mal behaupten. Also, den Camo, oh, ja, Digga, gönn dir, Bruder. Ja, aber so einen schönen Wauwau haben wir, einen schönen Hund. Dann was noch, Poolparty ist doch ganz nice, aber so jetzt. Und ja, Laura Stern ist dann natürlich auch am Schlüssel, man kennt ihn. Ja, so ist halt, ein paar Sachen sind halt recht unnötig und
Rucksäcke benutze ich halt eigentlich auch gar nicht, weil, ja, es ist nicht wirklich vonnöten, meine Freunde. Würde ich sagen, kommen wir mal zum Wichtigsten, Leute. Kommen wir mal jetzt ganz zum Schluss zu den Skins. So, Leute, und jetzt kommen wir mal zu den Skins. So, hier seht ihr natürlich den Carbide, den kann man sich auch gönnen, mega nice. War, also so ziemlich alles von mir ist aus dem Battle Pass. Hier diese Calamity, eigentlich auch ziemlich nice aus, Leute, diesen Sensenmann. Also schon recht nice Sache mit bei. Also könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was so euer wertvollster Skin ist. Ja, kann man sich alles schon gönnen. Manche sind jetzt auch nichts Besonderes, sind halt so aus dem Battle Pass. Ich meine, den finde ich halt auch ziemlich lustig. Ich meine, gönnt euch den einfach mal. Mega nice. So, abtrünniger Agent. Ja, das war halt so ein... Ich glaube, das war sogar das erste Pack, war dieser Halo-Skin, wo jeder von geredet hatte damals. Ja, an sich auch recht cool, nutze ich aber trotzdem nicht mehr. Manche Skins, ja, die sind halt so ein bisschen low und die nutzt man halt nicht ganz so oft, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ja, dann, wie gesagt, hier, das war halt das meine schlimmste Investition in Fortnite. Also, ich habe jetzt gar nicht so viel reingepayt, aber Leute, ne? Dieser Skin ist so fucking auffällig. Da habe ich mir halt zu Ostern gegönnt und Leute, ne? Bruder, was soll das? Was soll das, Digga? Was soll das? So, dann haben wir hier, ja, den Raumanzug. Also, das sind halt die ganzen aus dem Battle Pass. Ich habe mir noch einen weiteren gekauft, Leute. Den werdet ihr natürlich jetzt sehen. Nämlich den Schädeltrooper. Den schönen Skytrooper, Leute, den haben jetzt leider ziemlich viele Leute, aber Leute, den musste ich mir einfach gönnen, weil der ist einfach mega nice, Leute, der ist einfach mega nice. So, der Rest ist ja natürlich wieder alles aus dem Battle Pass. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Sachen habt, also schreibt mir da, könnt mir ruhig einen längeren Text verfassen. Könnt mir auch über Instagram auch gerne ein paar Bilder davon zuschicken, von euren, ja, Spinden, Spins, keine Ahnung, Leute. Schickt mir da gerne ein paar Bilder zu, also einfach per Privatnachricht, der negativ heißt ich auf Instagram, würde mich sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, bewerten und kommentieren nicht vergessen, teilt das Video euren Freunden und vergesst nicht, Leute, am Wochenende kommt ein schöner 24-Stunden-Team und Leute, der Hype ist real. Bis zum nächsten Mal und ciao.